Achso, warte mal, ich muss mir erst mein Ziel, weil ich bin irgendwie noch. Wie kannst du was? Oder andere, dann da musst du auf den Null-Slot, du hast unten die Leiste mit den Waffen. Und auf den allerletzten musst du Bären legen. Am besten diese lila, diese Macho-Bäre. Ich glaube, es gibt Pferde, die zähmt man durch Antatschen, und es gibt Pferde, die musste reiten. Das ist alles schick. Guck mal auf. Also, auf Gesundheit. Gesundheit ist auch wichtig. So, ich komme. Sehe nix. Halt. Oh, komm, jetzt geht er hoch. Mensch, Mannequin. Jawohl. Hast du fein gemacht. So, also, am Schiff vorbei, den Strand entlang. Oh, schön. Meistens sind zwei unterwegs, ne? Angegriffen. Schon mal was. Immer den Strand lang, ja? Nee, aber wo bist du gerade? Okay. Da ist er doch. Das ist grün, oder? Ich glaube, es kommt darauf an, von welcher Seite man das betrachtet. Von der einen Seite sieht es dunkel aus, stimmt. Ja, das hat so ein bisschen wie eine Effektlackierung. Nee, das ist, wenn das ein bisschen Schatten kriegt, wirkt das dunkler. Okay. Ja. Dann kommen wir auch wieder auf ein Label, weil dann können wir jetzt die nächsten 15 Minuten dann zusammen machen. Hinten ist ein roter Strich. Ich glaube, das geht nicht. Nee, das hat keinen Beifahrersitz. Egal, nicht so schlimm. Gucken wir es hier noch so rum. Oh, wie Deibe. Ja. Die meint aber nicht, dass es mit uns spielen will. Was ist das? Was ist das? Oh Gott, mach's lieber nicht wach. Das pennt. Nee, lass lieber die Finger von. Das, ja, genau. So viel Schaden oder du? Ne, der macht an dir so viel Schaden. Ne, du machst an ihm so viel Schaden. Alter. Cool. Okay, ja. Ich glaube, ich entscheide mich jetzt auch für den Hammer. Man fühlt sich sicherer. Ja. Erstmal muss ich gucken, was der für ein Level hat. 90, okay. Klar, jetzt hat er mir erstmal ein paar verpasst. Oh Gott, die haben ja Buff hier, die haben ja Gruppentherapiesitzung. Au! Hilf mir!
übrigens auch mit. Ui, ui, ui. Ja. Sicher? Ich habe noch genug Luft. Mir völlig Rio. Boah. Schmeiß einfach. Also das geht auch woanders hin. Schmeiß es raus, weil sonst sammeln wir den wieder mit ein. Schmeiß einfach was raus. Wir können noch mal fix nach Hause und können da was ablegen. Yep, habe ich. Habe ich auch. Weil ich habe schon auf Gewicht geskillt. Ne? Ich habe jetzt die ganze Zeit schon mit Gewicht gelevelt. Also ich habe noch sehr viel Luft. Ah. Yep. Genau deswegen machst du auch so viel Schaden. Ah ja, also dein... Also, naja. Deswegen haust du einmal zu und das Vieh ist halb tot. Da oben ist wieder ein... Sag mal, hab ich schon Hallus? Nee, da ist er. Hm. Wasserfall. Hinter Wasserfall können sich Höhlen verbergen. Wasserfälle. Nicht fallen. Ich glaube, hier verbirgt sich nichts. Warum? Sieht zumindest interessant aus. Ah, hier ist eine Höhle! Und irgendwas Buntes im Wasser. Fische, okay. Ich bin mal hier in der Höhle hinterm Wasserfall. Okay. Riesige Höhle sogar. Hier konnte man eine Base einbauen. Alter Schwede. Vielleicht gibt es hier ja Kristall. Das wäre ja mega. Ich glaube eher. Nein. In der Höhle auf jeden Fall. Aber wenn das hier so eine Höhle ist, wo man eigentlich bauen, also die so als naja. Wohnhöhle gedacht ist, da ist glaube ich eher weniger, dass du Ressourcen findest. Mhm. Jawohl. Gut, also das ist mehr Bausport, die Höhle. Da ist keine Ressourcen drin. Nur hätte es sein können, dass ein paar Kristalle sich da rumtreiben, aber nope. Nope, nope, nope. Eigentlich nicht. Schiff. Ich gehe mir mal diesen Spot da, dieses rote Dingesdöns da angucken. Den Airdrop hätte ich fast gesagt. Loot Drop. Oder vielleicht auch nicht, weil da ist noch ziemlich viel Wasser dazwischen. Hm. Der Hühnchen-Hotspot.
Ah, na schauen. Was ist das pinke Pferd? Na mach doch. Warum nicht? Vielleicht ist sogar was zum Züchten. Oh, guck an, was ist denn da? Oh. Wölfe. Gut, sie haben mich nicht gesehen. Wir ignorieren uns beide gegenseitig. Sehr gut. Hier in dem Berg treiben sich ein paar Wölfchen rum. Ja, das ist das, wie gesagt, Bären auf Nuller-Slot. Am besten sind Möhren, mit denen geht es am schnellsten. Und dann rennt das mit dir erstmal wild durch die Gegend. Und du musst jedes Mal, wenn das buckelt, also wenn das steigt, musst du dem quasi, musst du dann auf die Null drücken. Auf E drücken und den halt quasi Futter ins Maul schieben. Dass sich das wieder beruhigt. Sonst, wenn du das nicht tust, schmeißt es sich runter. Hübsche Ecke eigentlich. Müssen noch mal langsam. Wo ist der? Ne, ich höre noch. Was bist du denn für einer? Böses Spiel. Ich habe gerade diesen Loot-Dings da aufgemacht, da ist er verschwunden. Zu lange gebraucht. Ach ja. Hätte ja klappen können. Mensch, geh doch mal da hoch, Kollege. Ah. Es war ein Klaufi. Hier haben müssen wir irgendwas rumkriechen. Irgendwo hier ist noch alles Felsen. Müsste sich doch ein bisschen Kristall verstecken. Mal schauen. Oh, das ist natürlich auch böses Wolfsgebiet hier. Man weiß, was hier noch so alles rumkriecht. Aber liebe Leute, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Tote Fische. Okay. Oh, wer bist du denn?
Unten eigentlich müsste da die Prozente müssten, ich meine, unten rechts. Ja, das dauert ein bisschen. Das dauert ein bisschen. Deswegen, ah, verdammt. Deswegen, wir hätten Möhren holen müssen. Da geht das ratzfatz. Mit Möhrchen. Scheint die Luft hier rein zu sein. Noch. Wie gesagt, Möhrchen. Was hast du denn für Beeren? Ach, das war ja schon. Ja, diese, blau oder lila? Na, dann dauert es noch länger, ja, ist richtig. Sieht's bei dir aus? Was hast du für ein Level? 55. Du bist zwar pothässlich, aber mit dir kann man reiten. Ah, noch einer. Du siehst auch nicht viel hübscher aus. Ne? 100. Ja. So, aber ich setze hier schon wieder einen Cut. Wieder 15 Minuten rum. Meine Fresse, die Zeit vergeht, ey.